Remax ist halt Marktführer, Branchensprecher und ich bin auch stolz darauf, muss ich ganz offen sagen, dass wir oder ich mit meinem Team im Salzkammergürtel arbeiten darf unter der Marke Remax. Remax ist so, wie wir das in Österreich praktizieren und leben, ist wirklich Freundschaft und Familie. Das ist, darum ist es auch wert, die Anreise zu jedem Broker-Owner-Meeting, egal in welchem Teil Österreichs, zu machen, wert. Remax ist ein sehr starker Vorteil, entwickelt auch sehr vieles, investiert sehr stark auch in die Technik und das hilft den Gesellschaften, also den Maklern und den Broker-Ownern, den Kunden sehr gut bedienen zu können. Also man hat jederzeit die Möglichkeit, sich mit allen Kollegen rund um den Erdball auszutauschen. Und es wird auch gewünscht, es wird auch gefördert. Also es gibt immer wieder Events und Conventions und also von hier, von Weidhofen bis über die ganze Welt halt gestreut. Ich wollte damals zum Marktführer. Das war eindeutig Remax. Ich hatte schon in meiner vorherigen Berufslaufbahn mit Immobilien zu tun. Und das Gespräch mit dem Alois Reikersdorfer, dem Master-Franchise-Nehmer, hat mich dann überzeugt, dass ich also mich der Remax Organisation anschließe. Das macht es aus, dass also diese starke Marke, Marktführerschaft und eben diese sehr gute Führung von der Familie Reikersdorfer am Ende des Tages auch für mich den Ausschlag gegeben hat, zu beginnen. Das war für mich ein wichtiger Punkt, ich habe mir das genau angeschaut auch, dass ich nicht meine Persönlichkeit aufgeben muss dadurch, sondern dass wir authentisch arbeiten können und auch unseren Arbeitsstil umsetzen können, so wie wir uns das vorstellen. Und das macht auch mehr Freude und Spaß und das ist der Garant für die Zukunft und für unseren Erfolg. Das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich gehe nicht in die Arbeit, sondern ich sehe meinen Beruf eher als das, was ich gern mache und ich verbinde jetzt das nicht mit Arbeit. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, wenn man sowas gefunden hat, dass man sagt, man arbeitet gerne und dann stellt sich halt der Erfolg auch von selbst ein. Wir tauschen Erfahrungen aus, wir tauschen Erfolge aus, wir besprechen auch Dinge, die nicht so gut gelaufen sind und lernen von diesen Erfahrungen und ich finde, dass das auch sehr, sehr wertvoll ist, sehr wertvolles Gut ist, dass man einfach diesen Austausch mitnehmen kann, wieder ins tägliche Geschäft, um unseren Kunden dann einfach ein besseres Service bieten zu können. Wir sind auf jeden Fall gut aufgestellt worden. Ich bin jetzt knappe 19 Jahre dabei. Wir haben angefangen mit 36 Maklern, ja, und mittlerweile sind wir über 300, ja, und das sagt einiges aus, würde ich jetzt einmal sagen, dass wir einfach erfolgreich sind und noch erfolgreicher werden. Ja, die Größe ist natürlich ja nach außen hin sichtbar zu sein und gut zu sein und sagen, so, man ist der Größte, man ist Marktführer, man ist auf der ganzen Welt, ist natürlich wichtig, aber es sind trotzdem die Menschen. In Wirklichkeit sind wir alles Familienbetriebe, von Lininger über Polzler, über Reikersdorfer angefangen, das sind alles Familienbetriebe und auch wir sind ein großer Familienbetrieb geworden über die letzten Jahre und da ist halt die Menschlichkeit ist viel wichtiger als einfach die Größe. Ich war auf der Suche nach einem Netzwerk. Das war für mich eine Grundbedingung, dass ich da nicht als Alleinkämpfer bei uns im Gebirge, im Salzburger Land unterwegs bin, sondern einfach ein Netzwerk habe, wo ich auf die Erfahrung zurückgreifen kann und einfach ein Netzwerkdenker bin und fühle ich aber im Team arbeite. Ich glaube, das Besondere an Remax ist die Ausrichtung auf absolute Kundenorientierung, Professionalität, Serviceorientierung und absolute Innovation. Ich denke mal, dass die Innovationen und die Treibkraft in unserem Business auch das digitale Medium ein starkes ist und das ist ein großer Mehrwert, wo wir im Netzwerk uns ständig austauschen, wo wir immer, denke ich, am Puls der Zeit sind und ich denke mal wirklich in der Branche Marktführer sind. Die Idee von Remax ist ja nicht Makler zu sein, sondern Dienstleister zu sein. Heute versuchen wir mit den Kunden in Kontakt zu bleiben, über viele, viele Jahre der Haus- und Hofmakler des einzelnen Kunden zu sein und da ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man nicht, wenn ein Problemchen irgendwo auftritt, abhaut, sondern dass man da ist für den Kunden, das gemeinsam löst und bei der nächsten Transaktion wieder für ihn bereitsteht, egal was immer es auch ist. Sie müssen ein anderes Immobilienunternehmen in Österreich finden, bei dem 550 Makler an einem Strang ziehen. Für unsere Kunden ist sicher das Beste, dass wir schneller zu einem besseren Preis verkaufen. Ich bin deswegen gerne dabei, weil das eine klasse Gemeinschaft ist, weil man immer wieder Neues hört und weil ich dann gesagt habe, ich will die Branche verändern und da sind wir noch nicht fertig.